Willkommen zurück bei InLife. Ohne ihn bliebe der Catwalk leer. Wolfgang Schwarz leitet eine internationale Modelagentur in Wien und weiß genau, welche Modeltypen bei den Designern gefragt sind. Er kennt sie alle: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington. Uns hat er Einblicke in die schillernde, aber harte Modelwelt gegeben. Wolfgang Schwarz, der erfolgreichste Modelagent des Landes, Manager von fast 450 Modelkarrieren und väterlicher Freund von Linda, Naomi. Berüchtigt als schlagkräftige Raubkatze. Nein, die hat mich nicht geschlagen, hat auch manchmal ein Händchen gehalten, weil sie im Grunde genommen ein unsicherer Mensch ist. Ja? Und ist manchmal anstrengend, weil sie dann, wenn sie jemanden mag, sehr nahe rückt. Besonders Celebrity-Lover können den Marktwert seiner Models im Nu vervielfachen. Das ist die Emma Hemming, die ich nach Wien geholt habe, als sie noch ganz normales Model war. Jetzt lebt sie in L.A. mit dem Herrn Willis und er ist, glaube ich, sehr happy mit ihr. Am Anfang seiner Karriere stand Wolfgang Schwarz selbst nicht hinter, sondern vor der Kamera. Mein erster Fernsehspot war für eine Biermarke und musste dauernd ein Glas Bier trinken, und zwar einen großen Schluck. Und das ging um den Braubart, dass da der Schaum hängen bleibt. Und das war dieser Gag. Und der ist bei mir nie hängen geblieben. Das heißt, ich habe 40 von diesen halben Krügeln getrunken, bis ich von der Leiter fast gefallen bin. Das war mein erster Spot, da habe ich 800 Schilling dafür bekommen. War ich sehr stolz. Das Medizinstudium blieb natürlich auf der Strecke. Vom Catwalk ging es dank seiner damaligen Verlobten Christiane Rücker, einem deutschen Schauspielstar, im Blitzlichtgewitter ans Theater. Die wollten uns natürlich gemeinsam auf der Bühne haben. Und da war auch der Harald Junke bei diesem Stück. Und wie ich den Junke jeden Tag betrunken gesehen habe, alle Schauspielerinnen betapsen, habe ich gesagt, das ist nicht mein Geschäft. Ich möchte das auf eine andere Art und Weise machen. Und das Stück, wo ich ausgestiegen bin, hieß Versuch's doch mal mit kleinen Mädchen. Und da habe ich dann, jung und bläugig wie ich war, habe ich dann mit 23 eine Agentur gemacht. Er versuchte es mit Models und hatte Erfolg. Seine 30-jährige Karriere erlebte viele Hochs und Tiefs, bis hin zum Börsengang seiner Agentur. Hier ist der Booking-Raum, der wichtigste Raum einer Modelagentur. Wir haben eine große Anfrage reinbekommen und ja, ich hoffe, dass wir somit ein bisschen Geld reinkriegen. Früher hat man Setcards gedruckt. Die Setkarte wurde in ein Kuvert gegeben, es wurde an den Kunden geschickt. Es hat viel länger gedauert, war umständlich. Wir haben die Setkarten nur mehr als Demonstrationsmaterial, mehr oder weniger alles andere findet elektronisch statt. Schon in jungen Jahren heiratete er das aristokratische Jungmodel Caroline. Trotz der unzähligen Verlockungen hält die Ehe heute noch, weil für eine Ehe und eine Beziehung mehr dazu gehört als dieser treue Schwur, dass da Toleranz und Freiraum für den Partner dazu gehört. Wobei die Toleranz bei meiner Frau sicher größer war als bei mir. Schwarz war der Erste, der den Osten für den kapitalistischen Modelmarkt erschloss. Heute dominieren die Ostmodels die Catwalks von Mailand bis Tokio. Doch Schwarz ist schon wieder einen Schritt weiter und führt selbst Castings durch. Neben Österreich auch in Afrika und Arabien. Jetzt, dieses letzte Jahr, haben wir einen neuen Markt für uns entdeckt. Das ist Nordafrika und der Mittlere Osten. Die Siegerin unseres internationalen Finales in Tunis heißt Hannah Ben Abdeslam. Wenn man das in einer größeren Zeitraum nimmt, kann man sagen, hat sie ungefähr 150.000 Euro verdient. Und natürlich, wenn sie nach Paris geht und dann die großen Kampagnen macht, wird das noch ein Vielfaches sein. Und natürlich für jemanden aus einem kleinen Ort in Tunesien, in der Nähe von Hammamet, sind auch die 150.000 schon ein ganz schönes Stück Holz. Hannah, das Model Aschenputtel, beehrte unlängst die Fashion Week in Wien. Dass sie derzeit zu den heißesten Aktien am Modelmarkt zählt, verdankt sie einer knallharten Entscheidung ihres Agenten. Ihre geliebten Haare mussten weg. Wolfgang sagte mir, ich muss mir die Haare kurz schneiden. Ich habe geweint und meine Mutter sagte, ich soll es ja nicht tun. Aber jetzt weiß ich, dass Wolfgangs Entscheidung richtig war. Es gibt für sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird nichts oder ein Star. Sie ist sicher nicht ein Model, die irgendwo im Mittelmaß für Waschmaschinen Werbung macht, sondern sie kann nur auf dem Top-Level arbeiten. Und wie wir sehen, nach einem Jahr ist sie dort angelangt. Und das ist etwas, was mich natürlich mit Stolz und Freude erfüllt. Ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Wolfgang Schwarz. Und wieder darf sich der Modelpapst über einige Neider mehr freuen.
Und nachdem